Jetzt möchte ich ja zeigen, wie man diese Portable Virtual Box installieren kann. Auch mal kurz zur Wiederholung. Eine portable virtuelle Box hat den Vorteil, dass ich sie mitnehmen kann auf einem USB-Stick und vom USB-Stick dann zum Beispiel diese VirtualBox starten könnte. Oder ich kann auch diese Portable Virtual Box dann auf eine Festplatte des Rechners, des Computers dann überspielen und von dort aus dann dieses Betriebssystem starten. Nochmal zur Installation. Ich gehe jetzt hier zu dieser heruntergeladenen Portable VirtualBox Datei, rechte Maustaste unter Windows 7 als Administrator installieren. Ich werde dann hier gefragt, ob ich Administrator bin, stimme zu, dass ich installieren möchte. Und hier habe ich ein Verzeichnis vorgeschlagen, das belasse ich jetzt hier mal, gehe auf Extract und es entsteht hier ein neuer Ordner, Portable VirtualBox. Da gehe ich jetzt dann hinein und habe dann hier eine sogenannte Portable Virtual Box. Ich starte die das erste Mal jetzt hier. Rechte Maustaste als Administrator öffnen. Werde jetzt hier wiederum gefragt. Werde jetzt hier beim ersten Mal gefragt, welche Sprache ich haben möchte. Da ich Deutsch spreche, klicke ich hier auf Search und suche hier mir die deutsche Sprachdatei German.ini. Klicke auf Öffnen und klicke jetzt hier auf OK. Mein Installationsmenü wird dann in deutscher Sprache mich begleiten. Jetzt sind wir bei einer Auswahlmöglichkeit. Ich könnte jetzt hier Installationsdateien von VirtualBox herunterladen lassen oder ich könnte die Datei, die ich vorhin heruntergeladen habe, also direkt von VirtualBox, mir hier einbinden. Ich gehe jetzt auf Suche, wähle das Verzeichnis von vorhin aus und habe jetzt hier diese Datei, die ich vorhin heruntergeladen habe. Klick auf Öffnen. Habe also hier diese eigentliche VirtualBox-Datei und wähle jetzt hier, ganz wichtig, die Hackerl für 32-Bit- und 64-Bit-System. Ich arbeite hier gerade auf einem 64-Bit-System, Windows 7. Ich möchte aber auch mein Betriebssystem mitnehmen zu einem anderen Computer und da könnte es sein, dass ich dann mit einem Windows arbeite, das 32-Bit, und dann möchte ich, dass genauso gut meine VirtualBox funktioniert. Dann könnte ich hier komprimiere die Dateien, um Platz zu sparen, verwenden. Das lasse ich jetzt einmal weg. Und habe hier noch die Möglichkeit, starte Portable Virtual Box nach dem Entpacken. Ich klicke jetzt hierher, mache das Häkchen und klicke auf OK. Und die Virtual Box wird bei mir jetzt dann hoffentlich dann installiert werden. Klicke auf OK. Man sieht dann hier, wie der Fortschritt dann eingeblendet wird. Das poppt man mir über Fenster auf. Das ist in dem Fall hier dann der Hinweis, dass es schon fertig installiert ist. Klick auf Finish. Klick auf Finish. Soll ich dann beunruhigen lassen, wenn irgendwelche Fehlermeldungen sind. Fertig. Starte neu. Klick auf OK. Und jetzt wird dann gestartet. Und ich habe jetzt hier diese virtuelle Box. Somit habe ich jetzt hier alles installiert. Und die nächsten Schritte, wie man ein Betriebssystem in diese VirtualBox installieren kann, möchte ich dir dann gleich zeigen.